الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين أما بعد. Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hat Rechte verteilt. Allah hat seine Rechte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch den Dienern Rechte gegeben. Und was heute zu beobachten, leider, was heute zu beobachten ist, dass man die Rechte der Diener vernachlässigt. Und das auf leichte Schulter nimmt. Und vielleicht ist der eine oder andere bemüht, zu beten und in Moschee zu kommen und vieles zu machen, was Allah lehrt. Aber wenn es um Rechte der Diener geht, siehst du ihn, als ob er gar nicht praktizierend ist. Und deswegen wollte ich daran erinnern, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gewarnt. Bei Rechte von Menschen sagt der Prophet, die Rechte werden gegeben, Yawm al-Qiyamah. Das heißt, es bleibt nichts offen. Auch wenn du sozusagen hier in dieser Zeit verschont bleibst oder hat dich keiner zur Rechenschaft gezogen oder wurde dieses Recht nicht gegeben, was du gegeben müsstest, aber Yawm al-Qiyamah bleibt das nicht offen. Das wird gegeben. Und das gehört zu der Gerechtigkeit von Allah. Warum ist sein Name der Gerechte Al-Adil? Weil er alles sozusagen jedem sein Recht gibt. Es bleibt keiner, der unrecht behandelt wird. Bleibt keiner. Yawm al-Qiyamah, am Tag der Abrechnung, werden alle Rechte gegeben. Jeder, der ein Recht hat, bekommt es. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sogar Schafe. Schafe. Ein Schaf hat einen anderen Schaf geschlagen oder mit dem Kopf gestoßen. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wird das ausgeglichen. Yawm al-Qiyamah wird das ausgeglichen. Obwohl Schafe sind nicht Menschen. Aber Allah lässt keine Ungerechtigkeit auf dieser Erde, so ohne dass da Gerechtigkeit herrscht. Auch wenn die Schafe am Ende zur Erde werden und nichts sozusagen davon haben, außer dass die Gerechtigkeit geherrscht hat und dann sind das jetzt nicht Lebewesen wie die Menschen oder die Dschinn, die letztendlich im Paradies und im Höllenfeuer kommen. Aber trotzdem wird das Recht gegeben. Und deswegen ist es eine gefährliche Sache, die Rechte der Menschen zu vernachlässigen. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, wer pleite ist? Dann sagten die Sahaba, unter uns ist derjenige, der pleite, derjenige, der kein Dirham hat. Und der hat nicht Geld oder Vermögen. Der ist pleite. Über den sagen wir, der ist pleite. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht, dass das nicht eine richtige Bedeutung ist. Ja, für diesseits ist das einer, der pleite ist, der kein Geld hat. Aber er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wollte sie auf eine Sache aufmerksam machen. Sagte er, Yawm al-Qiyamah von meiner Umma ist derjenige, der pleite. Der Yawm al-Qiyamah kommt mit Gebeten, mit Fasten. Wisst ihr, wie gewaltig die Belohnung für Gebet ist oder für Fasten oder für Zakat? Aber er kommt und hat den beleidigt und den beschuldigt und den sein Geld weggenommen und den getötet und den geschlagen. So werden die guten Taten von ihm verteilt. Dann wird dem von seinen guten Taten gegeben und dem von seinen guten Taten gegeben. Und wenn er keine gute Tat mehr hat, dann wird von ihren schlechten Taten genommen und ihnen gegeben und dann wird er ins Höllenfeuer geworfen. Der ist pleite. Der hat keine Hasanat mehr. Aber die Rechte müssen gegeben werden. Sogar wenn er gar keine Hasanat mehr hat, müssen die Rechte gegeben werden. Allah ist gerecht. Wie? Er nimmt dann die schlechten Taten von den anderen auf sein Konto.
Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deswegen, aus Liebe zu uns, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wer bei seinem Bruder eine Ungerechtigkeit hat, der soll heute das ausgleichen, bevor das von ihm genommen wird am Tag, wo es kein Dirham und Dinar gibt. Gibt es keine Währung, gibt es kein Euro. Aber wenn er gute Tat hat, dann wird so viel wie seine Ungerechtigkeit ist, von seinen guten Taten genommen. Und wenn er keine gute Tat hat, dann wird so viel von den schlechten Taten, von denjenigen, denen er was schuldet, genommen und auf ihn gegeben. Das ist die Gerechtigkeit. Und deswegen reicht nicht eine Khutbah über alle Rechte zu sprechen. Aber wenn wir in mehreren Khutbah Beispiel für ein Recht, was viel vernachlässigt wird, nehmen, dann werden wir sehr viele Rechte kennenlernen und werden wir auf sehr viele Vernachlässigungen aufmerksam. Aber heute wollte ich über ein Recht sprechen, wo viele das vernachlässigen. Ein Recht ist sozusagen, wenn man Schulden hat. Die Schulden auszugleichen. Jemand nimmt sich Geld von jemandem. Und das ist sozusagen eine gewaltige Sache, was viele vernachlässigt haben. Und um zu verdeutlichen, wie viele das vernachlässigt haben, sollte man einige Leute analysieren, wie sie damit umgehen. Viele nehmen Schulden auf sich und vermehren ihre Schulden. Die nehmen von da und dann für jede anders wollen sie Schulden nehmen. Aber wenn man wie ein korrekter Muslim leben würde, der sich begnügt mit das, was Allah ihm gegeben hat, der wird jetzt nicht für jeden anders sich Schulden aneignen. Das ist eine Sache. Die andere Sache, wofür nimmt er denn überhaupt Schulden? Sind das wichtige Sachen? Notwendige Sachen, die er braucht? Oder sind das manchmal unnötige Sachen? Er nimmt sich Schulden, weil er vielleicht seine Möbel austauschen möchte. Austauschen. Der hat Möbel, der hat ein Sofa, der hat das. Ja? Aber will das austauschen. Was macht er? Trägt er Schulden auf seine Schulter. Und hier wollte ich auch eine Nasiha geben an die Frauen, die ihre Männer dazu treiben, Schulden zu nehmen, weil sie sozusagen vieles, was unnötig ist oder was nicht notwendig ist, sozusagen haben wollen. Und das kommt, wenn sie vergleichen, ja, unser Nachbar hat das und die haben neue Möbel und die haben das, warum wir nicht? Und so bringt man seinen Mann manchmal in Schulden fallen. Und noch schlimmer ist es, wenn man noch mit Zinsen macht. Da hat man noch einen Krieg mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch zu den Zeichen von Vernachlässigung von diesem Recht ist, dass jemand Schulden nimmt und dann er könnte ausgleichen und gleicht nicht aus. Und auch manche Leute nehmen noch neue Schulden und sie haben die alten noch nicht beglichen. Und manche Leute nehmen eine große Summe und sie wissen ganz genau, sie können das nicht zurückgeben. Und manche Leute nehmen Schulden für Haram, um etwas Haram zu machen. Sie wollen eine Hochzeit machen. Eine Hochzeit mit einem Saal, mit Singen, mit Tanzen, vermischen Männer und Frauen und das kostet alles Geld. Dann will man sozusagen sich Schulden machen, damit man Haram macht. Das ist eine gewaltige Sache. Oder Schulden machen, um eine Bid'ah zu betreiben. Wie zum Beispiel
dass man die Leute sammelt, wenn jemand verstirbt, und Essen macht, und sozusagen dafür kommen, entstehen sehr viele Kosten, macht man sich Schulden, damit man eine Bid'ah macht. Das ist ein gewaltiges Recht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat bei Schulden sehr, sehr strenge Wörter gesagt. Sogar das hat er geschworen, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي, schwört auf Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ein Mann für Allah getötet wird, was ist das? Shahid. Wo Allah subhanahu wa ta'ala gewaltige Belohnung für den Shahid gesagt hat. Wenn ein Mann für Sabilillah getötet wird, dann nochmal lebendig gemacht wird. Allah macht ihn nochmal lebendig. Und wird nochmal für Sabilillah sterben und nochmal lebendig gemacht. Und nochmal sterben, aber er hat Schulden gehabt, wird er den Paradies nicht betreten, bis die Schulden ausgeglichen werden. Das ist die Aussage von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die viele noch nicht im Herzen tragen, wenn sie Schulden nehmen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der barmherzigste zu den Sahaba war, als jemand gestorben ist und er hatte Schulden, sagte er, ich bete nicht. Janaza-Gebet will ich nicht beten. Betet ihr für, sagen mit euren Freunden. Ich bete nicht. Und dabei hatte er wenige Summe von Schulden. Dann sagte jemand, okay, ich übernehme die Schulden, ich will das ausgleichen. Dann hat der Prophet gebetet und fragt diesen Mann, hast du das ausgeglichen? Als er ihm gesagt hat, ja, ich habe das ausgeglichen, sagt er, jetzt ist seine Haut kühl geworden. Subhanallah. Die ganze Zeit ist er in Folterung, bis seine Schuld ausgeglichen wurde. Wie wird das einige von uns sagen, wie wird das mit einigen von uns sein? Einige wissen noch nicht mal, wie viele ihre Schulden sind. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, egal wie gottesfürchtig man wird und als in Gottesfurcht stirbt, aber diese Sache bleibt nicht offen. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nafsul Mu'min, die Seele eines Gläubigen ist abgehalten, ist gesperrt. Durch ihre Schulden. Bis das ausgeglichen wird. Und das ist eine gewaltige Sache. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterscheidet zwischen einer, der wirklich das nicht unnötig macht für einen wirklichen Zweck und hat auch eine Absicht, das zurückzugeben. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer die Vermögen oder Geld von den Leuten nimmt und er möchte das zurückzahlen, wird das Allah subhanahu wa ta'ala ihn als Ausgleich, wird ihm verhelfen, das zurückzuzahlen. Und wer das nimmt und will sie nicht auszahlen, das heißt, der will sie dieses Geld vernichten, den wird Allah subhanahu wa ta'ala vernichten. Deswegen ist Schulden, also sich Schulden anzueignen, nicht eine leichte Sache. Und darf man nicht vernachlässigen. Und muss man wissen, dass das eine sozusagen Sperrung zum Paradies, Sperrung zum Guten und eine Grund zur Folterung und eine Rechte abgeben werden muss, Yawm al-Qiyamah. Und da kannst du nicht durch Tauba zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala das ausgleichen, wenn du das nicht zurückgibst an deinen Bruder. Deswegen ist das zurückzuzahlen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam suchte Zuflucht bei Allah, in Schulden zu sein. Er pflegte so oft zu sagen,
Allahumma inni a'udhu bika, Allah, ich suche Zuflucht bei dir von al-Ma'tham, von den Sünden, wal-Maghram, und von den Schulden. Von Sünden und Schulden suche ich Zuflucht bei dir. Das heißt, der Mensch, der vernünftig ist, der sucht Zuflucht, Schulden zu haben. Nicht sucht Schulden und vermehrt noch seine Schulden. Dann wurde er gefragt, oh Gesandter Allahs, so oft fragst du Allah um Schutz und suchst du bei ihm Zuflucht von Schulden. Sagte er, wenn jemand Schulden hat, wenn er Schulden nimmt, dann fängt er an zu reden und lügen. Fängt er an, Versprechen zu geben und nicht zu halten. Das passiert bei Leuten, die Schulden haben. Jemand redet mit ihnen, dann versuchen sie, irgendwas zu lügen, damit sie in Ruhe gelassen werden. Und werden Versprechen gegeben, hält man sich nicht dran. Warum? Weil man sich in diese Falle gebracht hat. Und auch der Prophet Muhammad, jede Nacht, wo er sich hinlegt zum Schlafen, hat er Dua gemacht, so eine lange Dua. Allahumma rabbi as-samawati as-sab'a rabbil ardhin. Bis dann er gesagt hat, waqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr. Und begleiche unsere Schulden und bewahre uns von dem vom Armut. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er jemanden gesehen hat, der sozusagen besorgt war wegen seiner Schuld, hatte ihm Dua beigebracht, sodass Allah bei ihm verhilft. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika an man siwak. Dass man das sagt, damit man sozusagen seine Schulden begleichen kann. Deswegen sollten wir unsere Absichten reinigen und unsere Schulden begleichen und nicht Schulden anhäufigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bei den Rechten, die sozusagen uns Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, dass wir diese Rechte, geben und dass wir niemanden in sozusagen unsere Schuld haben und Unrecht tun. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.